Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Amnesia Rebirth. Gerade mitten in der Action, wie es aussieht, mein Vergangenheits-Ich hat mich hier, ja, gelassen. Und ich weiß noch, wir müssen dringend die Herrscherin zu Fall bringen. Wir müssen dieses Fleisch injizieren. Hier haben wir es jetzt schon getan. Oh, ja? Oder haben wir es hier schon getan? Hier tut sich auch nichts mehr. Nee, hier haben wir es schon getan. Ich wundere es nur, dass der Arm dort nicht angezeigt wird. Wir müssen definitiv noch die anderen Sachen finden. Die anderen, ja, Zuleitungen. Oh ja. Stop! You will kill us all! It's working. We can end this. But I don't think we'll survive it, little one. Tja, aber Hauptsache, es kommt kein anderer mehr zu Schaden, ne? Ah, jetzt hat die auch so ein komisches Licht wie diese Wesen, die ich fasse. So, da ist auf jeden Fall noch eine Zuleitung. Nein, 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 nein. Ah, das war jetzt schlecht. Kann ich denn dagegen irgendwas machen? Also ich versuche die Maus irgendwie übers Mauspad zu ziehen, aber ich habe halt nicht gerade so eine hohe Empfindlichkeit eingestellt und da ist das leider sehr schwierig. Ja, das habe ich auch eigentlich nicht vor. Aber dir kann ich sie trotzdem nicht überlassen. Komm, komm, komm. Wir müssen leider noch ein bisschen still sein. Warte mal. Es bewegt sich ja immer in einem bestimmten Rhythmus, das Licht. Jetzt. Langsam gehen. So, da müssen wir hin. War richtig. Alles gut. Wir schaffen das. Hä? Das muss hier drin sein. Das ist schon korrekt. Eigentlich ein Wunder, dass er das nicht verhindert, dass man da überhaupt rankommt. Müsste das für sie nicht viel einfacher sein? Ich hoffe nur, wir haben nicht irgendwie eine unnötig verbraucht. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, das fehlt irgendwie noch einer. So. Ey, es sind noch zwei irgendwie, aber ich habe doch nur eine Ampulle. Bitte lass es nicht irgendwie sein, dass ich das was falsch gemacht habe. Ich glaube, ich hätte drüben noch diesen Behälter mitnehmen sollen. Jetzt zurück. Vorsichtig, vorsichtig. Wir müssen nochmal zurück. Ich glaube, ich muss bei dem anderen noch unbedingt diese Ampulle rausnehmen. Ja. Es muss mit. Weil es kann gut sein, dass wir die da am Ende brauchen, um doch noch abzuhauen. Auch wenn Tessie meint, dass wir wahrscheinlich das nicht überleben werden. Vielleicht haben wir doch noch die Möglichkeit abzuhauen. In dem Portal, das wir gesehen hatten. So, wo geht denn die letzte Zuleitung hin? Ich glaube, wir müssen dann einmal rum, ne? You are in pain. You are fearful. But this
Angst, hä? Königin. Bleibt sie jetzt da stehen? Die am Licht? Nee. Aber irgendwie ist das ein bisschen anders jetzt. Ja, und dich vor allem. Darum geht es. Wenigstens kann ich das, verstehe ich das bei ihr mit dem Licht etwas mehr. I cannot let you do this. Ist das wirklich die letzte Zuleitung? Aber ich sehe auch keine andere mehr, muss ich sagen. Fährt sie gleich wieder hier lang. Sehr gut. Super. Oh, bitte lass es reichen. Bitte lass es reichen. This is it, Amari. If we do this, this is the end. Ich hoffe es. Immer noch ein Arm. Ich weiß nicht, warum der dort noch angezeigt wird. So, es ist vorbei mit deiner Unsterblichkeit. Wir werden mit runtergehen. Noch bewegen, Tassi. Ich habe wieder vergessen, die Zelle mitzunehmen, diese Energiezelle. Ist das wirklich vorbei? Ist es das jetzt gewesen? Und wir gehen zusammen mit unserem Kind, damit das Kind nicht ohne uns geht. Da fällt die Königin. Frag mich ja immer noch, ist das irgendwie ein anderer Planet? Soll das die Erde sein? Irgendwie versteckt? Ja. Die Energien werden nicht mehr gebraucht. Klar, wir haben alle damit getötet, die jetzt noch in diesen Kapseln waren, aber... Ich schätze, eine andere Möglichkeit, um diese Herrschaft, diese Fabrik zu beenden, gibt es nicht. Alles geopfert, um eine Göttin zu Fall zu bringen und dem Leid ein, ich schätze mal, Ende zu setzen. Das war tatsächlich das Spiel. Krass, ich hatte jetzt erst eine Aufnahmesession angefangen, jetzt muss ich es wahrscheinlich mit ranschneiden. Puh, was für eine Story, muss ich sagen. Also, ich denke mal, zuletzt habe ich es ja hoffentlich verstanden, was jetzt hier eigentlich Phase war. Jetzt auch im Schnitt habe ich einiges nochmal nachempfinden können und muss sagen, dass das ganze Team oder zumindest der Doktor und wahrscheinlich einige seiner ja, Freunde, wie auch immer, versucht haben, uns zu töten oder zumindest unser Kind zu bekommen, lag einfach daran, dass die Königin ihr wir haben am Anfang auch mal einen Zettel gefunden von der aschenden Mutter. Es kann doch sein, dass es das gleiche Wesen ist. Auf jeden Fall, die Königin, der Geist, ist alles das gleiche. Das ist alles ein Wesen. Und die will unbedingt ein Kind haben, weil sie ja selber keins bekommen kann. Und ich schätze mal, dass sie dem Doktor und den anderen wahrscheinlich versprochen hat, so von wegen, ja, wenn ihr das Kind bringt, dann sorge ich dafür, dass ihr überlebt. Und ich glaube nicht, dass sie das wirklich vorhatte, sondern das war einfach nur erzählt. Und deswegen war auch der Doktor so ungeheilt und meinte, warum willst du uns alle opfern? Gib ihr einfach das Kind, und damit wir alle leben können.
aber ich glaube nicht, dass sie sich daran gehalten hätte. Sie wollte das Kind ja unbedingt haben und im Endeffekt, sie hat ja die anderen in die Ghule verwandelt. Ich glaube irgendwie nicht daran, dass sie sie wirklich zurückverwandelt hätte am Ende. Und am Ende bleibt die Frage, eine Mutter, die schon ein Kind verloren hat und die dabei ist, ein weiteres zu verlieren, kann man ihr das wirklich verübeln, dass sie selbst unter Androhung von mehreren Menschenleben, die dafür dann draufgehen, trotzdem ihr Kind behalten will? Ich meine, klar, ich habe jetzt zum Ende gesagt, auf keinen Fall kann das Kind wichtiger sein als mehrere Menschenleben. Das ist ja, es geht ja nicht mal nur um die Menschen, die jetzt bei der Expedition dabei waren, obwohl wahrscheinlich jetzt eh alle tot sind. Und auch nicht um die, die in der Fabrik noch sind und angeschlossen sind, sondern wer sagt denn, dass das nicht, dass das irgendwann mal aufhört? Also es geht ja immer so weiter. Und das war die Sache, wo ich sage, nee, das kann man so nicht weiterlaufen lassen. Wenn wir die Chance haben, sollten wir dafür sorgen, dass es das Ende ist. Klar, vielleicht kommt später nochmal jemand her, der nicht unbedingt ein Kind dafür opfern muss, um hier alles zu Fall zu bringen, aber wer weiß das schon? So, aber ich denke mal, ich guck mal, ob ich es so schaffe, nochmal an die Stelle zu kommen, wo wir vielleicht ein anderes Ende bekommen. Also wo wir vielleicht doch mit dem Kind abhauen oder ihr das Kind überlassen irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, ohne das Spiel neu durchzuspielen. Wer mich kennt, weiß es sicherlich. Ich spiele das Spiel jetzt nicht nochmal extra durch, nur um ein anderes Ende zu bekommen. Also das Ende geht irgendwie schnell. Das heißt, entweder seht ihr jetzt gleich andere Enden. Ja. Hallöchen wieder, da bin ich nochmal. Und zwar bin ich jetzt wieder an der Stelle hier mit dem Kind und der Wiege. Dank den Safe Games, die das Spiel automatisch macht. Jetzt habe ich natürlich mehrere Möglichkeiten noch zu probieren, was es noch für andere Möglichkeiten gibt, das Spiel vielleicht zu beenden. Die erste wäre jetzt, ich gehe mit dem Kind raus, aber ich zerstöre die Königin nicht. Vielleicht schaffe ich es dann mit dem Kind zu entkommen und irgendwie noch Zeit verbringen zu können in Paris oder so. Das ist meine erste Idee. Und die anderen beiden Sachen wären ja natürlich dann, sind noch zwei Sachen, eigentlich das Kind liegen lassen, das ist eigentlich die zweite Sache. Ich glaube, was anderes gibt's nicht. Nein, wir versuchen erstmal zu entkommen. Ich werde die Energiezellen mitnehmen und versuche, zu dem Portal zu kommen. Na komm, weggucken, nicht hingucken, nein. Die sagt sogar, dass ich nicht rennen soll. Das ist mir gar nicht aufgefallen beim ersten Mal. The signs were there from her conception. Her body will fail her. It is her not struggle, Tazzy. No. Wir schaffen das, Tazzy. Kann aber nicht so richtig erkennen, wann sie zurückgeht. Jetzt. Vitae will keep her whole. You could not accept it. You chose to run. Nein, nein. Ganz froh sind, dass ich dich diesmal leben lasse. Ach so, ich hatte nur die eine. Vielleicht reicht's ja. Oder war bei dem anderen noch eine zweite drin? Das muss ich jetzt erstmal rausfinden. Das Licht kommt wieder. Das ist halt auch die Frage, ob sie wirklich Macht über mich hat, weil ich ja ein Ghoul bin. Könnte natürlich sein, dass ich dadurch, selbst wenn ich nach Paris zurückkehre, dann dort irgendwie ausraste und Menschen umbringe und das dann quasi noch mitnehme in die Welt. I shall save
far from you. Warte mal. Da ist der Ausgang. Ich will jetzt trotzdem wissen, ob ich vielleicht erst die andere Zelle mitnehmen muss. Ich wundere mich, dass diese Ranken, das sieht aus, als würden die mich beschützen, absichtlich. You would have died in the desert without the well water. The child would be dead now. Ist das so? Doch, tatsächlich ist nämlich hier noch eine. Das habe ich nämlich vermutet. Und damit kann ich jetzt zurück. Erstmal kommt das Licht wieder zurück, ne? I know fate is cruel. She was cruel to me. I could change your child's fate. Geht jetzt nicht runter hier. So, hier brauche ich einen längeren Weg. Wir schaffen das, Amari. Komm hier raus. Na, kommt zu uns hinterher. Wir doch mitbekommen haben, dass wir hier rausgegangen sind. Ja, das muss ich leider eingehen, das Risiko. Komm schnell, wir müssen hier raus. Endlich. Was passiert jetzt? She's gone. She's gone. It's all right, Amari. She's gone. Oh Christ. Where are we now? Das frage ich mich auch. Es gibt übrigens jetzt, es ist mir wieder eingefallen, es gibt ja doch noch andere Möglichkeiten, das Ende zu kriegen. Vielleicht noch ein anderes Ende zu kriegen ist, wir haben ja noch nicht probiert, diesen einen Typ in dem Labor wieder zu beleben, womit wir uns theoretisch hätten heilen können. Wo ich mich auch unsicher bin, ob das wirklich funktioniert, weil damit hätte uns die Königin, der Geist, wie auch immer, ja den dann erst recht das Mittel in die Hand gegeben, nicht sie zu brauchen und mit dem Kind abzuhauen. Was? Wo sind wir? Sind wir aus der Gruft raus? Sie ist tatsächlich zu Hause. We're home. We're home. You're cold. Ja. Take care of you, my heart. Mama's here. Mama's here. Darf ich mich sogar noch bewegen hier? Nee. Angst und Wut widerstanden. Nur im Originalmodus. Es gibt noch einen anderen. Tochter nach Paris geflohen. Da ich jetzt auch nicht lesen können, den Rest. Ja, und da sind wir schon wieder am Ende. Ja, und da bin ich schon wieder. Und wieder an der Bahre mit dem Kind in der Hand. Gefüttert und fertig. Und ja, dann probieren wir mal, was passiert, wenn wir ihr das Kind geben und überlassen. Keine gute Wahl, sicherlich. Aber wir werden es probieren. Wir haben ja im letzten Ende ja nicht wirklich erfahren, ob sie überlebt oder nicht. Das ist eigentlich auch schade, ne? Man weiß gar nicht, vielleicht haben die Ärzte ja doch was, eine Möglichkeit gefunden, sie zu heilen. Sie sieht, Marie.
If I lay you down now, I may never see you again. Ah, das Spiel gibt mir sogar noch mal eine Möglichkeit, mich noch mal umzuentscheiden. I'm sorry, Amari. Here, you have a chance. Here, you will have a life. Ach, sie hat den doch mitgenommen, den Teddy? Oder ich sag immer Teddy, den Affen. Tut mir leid, Amari. Ich hoffe, du hast ein gutes Leben. Ja, und jetzt? Das ist das, was sie jetzt dann am Leben erhalten wird. Harter Tobak. Thank you, Tassie. I will protect her. I will love her. Kannst du das denn? I am sorry that this was your path. Was? Warum? Warum jetzt trotzdem? Sag doch, das, die ist hinterhältig. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt hätte anders machen können. Ich bin jetzt quasi der Wächter, hä? Einer der Wächter. Wow, was für ein Ende. Sie jetzt umbringen? Okay. Tochter in die Obhut einer Göttin gegeben und wiedergeboren. Da sind die Credits. Ich schau mal kurz nach, welche Achievements wir jetzt bekommen haben. Tochter in die Abhut gegeben und wiedergeboren. Tochter nach Paris geflohen. Angst und Wut widerstanden. Alles geopfert, um meine Göttin zum Fall zu bringen. Das ist jetzt, glaube ich, das alles, was wir bisher geschafft haben. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder und dann versuche ich mal noch vielleicht die Methode, unser Kind zu heilen. Falls das noch was ändert. Mal gucken. So Leute, und da sind wir wieder. Und zwar hier im Labor, wo wir einen Menschen opfern können, um Vitae zu bekommen, um uns zu heilen. Falls es uns irgendwas bringt. Ich muss nur noch rausfinden, wie es geht. Ich habe ein bisschen gesehen bei dem anderen YouTube-Video, was wir ungefähr machen müssen, aber ich habe nicht wirklich gesehen, wie es funktioniert. Also, wir müssen hier Sachen einsetzen. Einmal hier irgendeine Karte und dann können wir hier Werkzeuge einsetzen. Und helfen tun uns hier diese Tafeln, glaube ich. Und ich dachte immer, wir müssen dort so eine Leidenerflasche reinsetzen, weil das halt so aussieht, diese Aufnahme. Und es sind aber andere Flaschen liegen hier rum. Ich muss nur gerade mal gucken, ob ich die irgendwie finde. Moment. Ja, sie hat es versprochen. Wir haben ja vorhin schon gesehen, wie es endet, wenn wir ihr trauen. So, hier ist ein Wassersymbol drauf. Eins von den Flaschen muss es sein. Hier ist es ein... könnte Feuer sein... Und hier sind schon zum Teil diese Werkzeuge. Und die Symbole hier drauf sind auch wichtig. Hier ist das Wassersymbol. Was ist das hier? Da müssen wir mal gucken, was müssen wir denn überhaupt machen? Geht um Blut hier. Das könnte fast... These machines, they inflict pain, and Vitae comes out. Oh, little one. Es sieht halt ein bisschen aus, als könnte es ein stilisierter hier Eileiter sein. Ob das für die Fruchtbarkeit gedacht ist. Und das ist das Feuer.
Ich meine, die Karte hier, doch, die haben wir. Ja, mehr als probieren können wir wahrscheinlich nicht. Ich weiß halt nicht, was es sonst... Oder es geht um Vitae, ne? Dann vielleicht doch das Wasser? Uch, nicht abhauen. Du sollst da... Wir haben nur keine passende Flasche dafür, ne? Kann es sein... Dass das auch so ein Hinweis ist, dass ich jetzt auf der falschen Fährte bin. Hier hatten wir ein Handsymbol. Hier ist der ganze Körper. Hier haben wir nochmal das Feuersymbol. Ja, welches davon ist jetzt das Richtige? Da unten sind auch noch Symbole drauf. Hier, das könnte eine Heilung sein, hier. Mit dem Symbol hier, mit dem durchgestrichenen. Ist noch was drunter? Das heißt das Gleiche, ne? Ja, ja, das macht, das hilft mir dann auch nicht weiter. Ich probiere es mal. Ich hoffe, ich muss es da nicht normal machen, aber probieren wir mal die Messer hinzustellen, hier reinzusetzen. Nummer 1. Da haben wir Nummer 2. Warte mal, brauchten wir das überhaupt dafür? Ja, ich glaube auf allen Vieren. Und Nummer 4. So. Das müsste ja dann eigentlich schon passen. Geht's nicht? Nee. Warte mal, stopp, wir müssen hier erst was drücken, oder? Da werden die Schotten runtergefahren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Falsch. Was hast du wohl gedacht, was hier passiert, Hasi? Muss ich komplett füllen, ne? Ich hoffe nur, es war richtig. Es bringt jetzt auch nichts mehr. Genau, das geht jetzt darüber. Wo ist sie denn? Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Fruchtblasen jetzt hier oder was? Auch ein schlechtes Zeichen, ne? Dass sie einfach. Dass sie einfach geht. Die Sache ist, ich weiß jetzt halt noch nicht, ob ich jetzt bis zum Ende laufen muss, um rauszufinden, was passiert.
Weil das dauert ein bisschen. Ich bin ja hier noch ein bisschen, habe ja noch ein bisschen Weg vor mir, bis ich wieder an der Stelle bin. Oh. I can't believe what we've done. I don't even know if it's helped. Tja, ob wir das jemals erfahren werden. Ja, ich weiß halt nicht, ich müsste jetzt nochmal bis zum Ende spielen. Ich muss mal gucken, ob ich das mache, weil ich fürchte irgendwie, dass wir dann nicht wirklich erfahren, ob es was gebracht hat. Weil das Video ja, wo wir geflüchtet sind, auch nicht wirklich, ja, aussagekräftig war. Ja, wir sehen uns, denke ich mal, vielleicht. Ja, wir sehen uns gleich wieder, denke ich mal. Ja, hallo nochmal. Ich bin jetzt noch im Hauptmenü, weil ich habe jetzt gerade angefangen nochmal zu spielen, bis zum Ende, nachdem wir Amari Vitae verpasst haben. Und habe dann doch lieber erstmal nachgelesen, ob das wirklich einen Sinn macht. Und ja, den Text, den ich dazu gelesen habe, der ist eigentlich auch sehr einleuchtend. Es kann nicht funktionieren. Vitae ist ja nur vorübergehend hilfreich. Das heißt, Amari wird vielleicht kurze Zeit wird es besser gehen durch dieses Vitae, aber es wird ja irgendwann Neues brauchen. Das wird nicht geheilt dadurch. Das ist also eigentlich auch eine dreiste Lüge von dem Geist oder der Königin. Denn am Ende wird es dann doch darauf hinauslaufen, dass das Baby dort bleiben muss, weil sie halt immer wieder Vitae brauchen wird. Deswegen werde ich jetzt nicht bis dahin spielen, das wird keinen Unterschied machen. Es gibt aber noch ein Secret Ending, das werde ich mal versuchen zu erreichen. Das soll etwa das gleiche sein wie das Ende, wo wir ja am Ende auf dem Planeten bleiben als Sammler und noch Erinnerungen an unsere Tochter haben, aber eben dann dort versauern. Aber es soll leicht anders sein und soll wohl getriggert werden, wenn wir uns in den Ghoul verwandeln, während wir wahrscheinlich noch im Spiel sind. Also wenn wir einfach oft genug uns verwandeln, dann passiert das wahrscheinlich. Das werde ich jetzt nochmal ausprobieren. Wir sehen uns. So, und da sind wir wieder, nehmen unser Kind mit und versagen jämmerlich dabei, ihrer Kontrolle zu entkommen. Und du und ich step on them. See what comes to us. Please, Tazzy. How can you protect her out in the world? The disease will ravage her, as it did your other child. You have given me no choice. I shall save her. Dauert ganz schön, hä? Ich glaube, das war's dann. Naja, wir gehen durch die Gänge. Haben wir unser Kind noch dabei? Wir schaffen es noch, sie da reinzulegen? Okay. Ja, und dann ist das Ende, was wir vorhin schon gesehen haben. Sie
Wissen wir vor allem, Vision, wie sie später ausgesehen hätte? Weil das war doch ein älteres Kind gerade. Und sogar den Affen haben wir noch hier. Puh. Ja, ich würde sagen, das war's dann wohl. Was gibt's zu dem Spiel zu sagen? Also, vom Horrorfaktor war es jetzt, ich finde, anders als die anderen Amnesia-Teile. Es war für seine Art auch irgendwo gruselig, aber nicht irgendwie so, wie soll ich sagen? Es war irgendwie anders, ich kann es kaum beschreiben. Die Wesen an sich waren halt, meistens hat man sie ja gar nicht gesehen. Also es waren ja selten Szenen, wo man wirklich viel rennen mussten oder wo man ständig irgendwie uns verstecken mussten. Das war ja weniger als im alten Teil. Ich glaube, das ist es wahrscheinlich. Und so generell, ich fand es jetzt deswegen nicht schlechter, einfach nur anders. Und ich hatte ja, wie man wahrscheinlich mitbekommen hat, einige Schwierigkeiten reinzukommen in das Spiel. Ich habe ganz zu Anfang, glaube ich, sogar noch darüber nachgedacht, ob ich es weiterspiele, weil es mich ein bisschen abgefuckt hat, auch weil ich nichts verstanden habe und weil das alles so schwierig war. Aber im Endeffekt hat es ja jetzt doch erklärt. Und es ist eine sehr, sehr tragische, traurige Geschichte. Und auch ist es schade, dass es kein Ende gibt, das uns wirklich zufrieden zurücklässt, weil man nicht weiß, was aus Amari wird, wenn wir nach Paris zurückkehren. Und selbst wenn das funktioniert hätte, ist das Ende, wo die Königin noch lebt und weitermachen kann. Das heißt, in meiner Meinung nach war eben das einzig wirklich gute Ende, dass wir sie vernichten. Auch im Hinblick dessen, dass wir dann uns oder unser Kind verlieren und uns selber, wollte ich schon sagen. Doch wenn das Kind sowieso gegangen wäre irgendwann, klar, es hätte noch mehr Zeit auf der Welt verbringen können, Dinge erleben, bis es soweit gewesen wäre und dann wären wir wieder allein gewesen. Es gibt eine richtige Entscheidung dafür, sagt's mir. Ich glaube nicht. Ja. Ich kann nur noch mal sagen, wir sehen uns in einem anderen Let's Play wieder. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und lasst mich gerne wissen, wie ihr das Spiel fandet, was ihr für Meinung dazu habt und ja, vielleicht die einen oder anderen Gedanken dazu. Macht's gut. Tschüss.